Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen ersten Advent, wenn ihr Adventszeit und Weihnachten feiert. Sonst wünsche ich euch einfach nur einen wunderschönen normalen Tag. Vorletztes Jahr habe ich Adventsvlogs gemacht, wo ich so an jedem Adventssonntag irgendwie so ein kleines Video hatte, so einen kleinen Vlog, wo ich so ein bisschen mit euch zusammen die Adventszeit gefeiert habe. Und ich dachte irgendwie, dieses Jahr wäre das eine gute Idee eigentlich, das nochmal zu machen. Und ich habe dieses Jahr auch irgendwie besonders viel Weihnachtsstimmung irgendwie, so mehr als sonst. Von daher, hier sind wir. Ja, ich habe mich hier jetzt wie so auf so eine kleine Mini-Weihnachtsfeier vorbereitet. Ich habe mir selbst hier einen Karamellkaffee gemacht nach einem Rezept von Pickup Limes. Das verlinke ich euch mal in der Infobox. Jetzt fast noch zu heiß zu trinken, aber es ist sehr, sehr lecker. Und ich habe außerdem Spekulatius hier. Und ich habe außerdem Mandarinen hier. Ich weiß noch nicht, was ich davon jeweils esse, aber ich dachte, ich bringe es mir mal mit. Und ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne auch bei euch eine Tasse Tee machen oder eine Tasse Kakao oder eine Tasse Kaffee oder was auch immer ihr gerne trinken möchtet. Und wenn ihr Lichterketten habt, die Lichterketten anmachen und dann könnten wir hier ein bisschen zusammen Advent feiern. Ich habe gestern hier meine Weihnachtsdeko verteilt. Ich habe eine Schneeflocke an mein Mikrofon gehangen. Kann ich das hier reinbringen ins Bild? Nicht so ganz, so fast. So. Könnt ihr das sehen? Ich finde die so schön. Kann ich die vielleicht hier irgendwie so ein bisschen... Nee, nicht so richtig. Jedenfalls, ich habe dieses Jahr keinen Adventskranz, weil mich stört dabei immer, dass ich so am Ende der Adventszeit dann 4 verschieden große Kerzen habe und ich danach nicht weiß, was ich mit diesen Kerzen machen soll und die dann meistens wegwerfe. Und das kommt mir so verschwenderisch vor, weil ich halt auch niemand bin, der irgendwie dann mit dem Wachs selber wieder Kerzen macht. Von daher habe ich dieses Jahr eine Adventskerze, die da. Und das ist viel unkomplizierter, weil die brennt halt einfach als einzelne Kerze runter und die kann ich danach eher nochmal weiter anzünden. Ja, aber ich dachte, ich würde jetzt mit euch zusammen die Adventskerze anzünden. Ich habe außerdem hier noch so eine, die könnt ihr halt nicht sehen, aber die ist für mich hier. So eine kleine Kerze für hier auf den Tisch. Die ist voll nett, die riecht nach Zimt. Und normalerweise bin ich irgendwie bei Duftkerzen so ein bisschen kritisch, gerade wenn die nach irgendwas riechen, was so auch nur annähernd ins Süßliche geht, aber die riecht echt gut. Ja, und ich habe, seht ihr das überhaupt richtig hier im Bild? Warte mal, könnt ihr das sehen? Hier in der oberen Ecke da habe ich meine Glücksfeder, habe ich dekoriert mit Lichterketten und mit kleinen Weihnachtskugeln und das ist meine Adventspalme, die auch eine Lichterkette hat. Irgendwie finde ich das auch gar nicht so schlecht. Also gerade die Glücksfeder ließ sich wirklich gut dekorieren für Weihnachten. Vielleicht ist das wirklich mal so eine Idee, irgendwie einfach jetzt immer Weihnachtsglücksfedern zu haben statt Weihnachtsbäume. Ich bin dieses Jahr so im Weihnachtsfieber, das gibt es gar nicht. Also ich bin nie so komplett gar nicht im Weihnachtsfieber zur Adventszeit. Also ich habe nie so dieses Gefühl von Weihnachten interessiert mich gar nicht. Aber halt manchmal geht es so ein bisschen mehr an mir vorbei als sonst. Und normalerweise stellt sich bei mir so Weihnachtsstimmung auch erst so ab, so meistens so dem 3. Advent wirklich ein. Aber dieses Jahr, dieses Jahr bin ich irgendwie schon vor dem 1. Advent, habe ich hier dekoriert. Und irgendwie, ich habe jetzt Bücher, die ich über Weihnachten lesen will. Und ich habe gestern Weihnachtsfilme geschaut und zum Frühstück höre ich Weihnachtsmusik. Das ist mir vorher auch noch nie passiert. Und ich glaube, woran das liegt, ist irgendwie so, dass man das so gut von zu Hause machen kann und es so normal wirkt, irgendwie Weihnachtssachen zu machen und irgendwie so sowas ist, worauf man sich freuen kann. Weil ich glaube, das hat mir so im restlichen Jahr so ein bisschen gefehlt, so dieses Dinge zu haben in der Zukunft, die man so als Event hat irgendwie, wo man sagen kann, ich freue mich dann und dann das und das machen zu können. Und ich merke jetzt erst so richtig irgendwie, wie sehr mir das allein irgendwie dieses Jahr gefehlt hat, so dieses irgendwas zu haben, wo man halt weiß, dass das sicher stattfindet und irgendwie sich darauf freuen zu können. Und ich meine, klar kann das Weihnachtsfest selbst dieses Jahr anders sein als sonst, aber halt Weihnachten als Feiertag an sich
Und als etwas, was man auch für sich wahrnehmen kann, halt kann man ja niemandem nehmen. So. Von daher, ich merke irgendwie, dass mir das sehr gut tut, irgendwie sowas zu haben, was sicher stattfindet, worauf ich mich freuen kann. Ich glaube, deshalb bin ich auch so im Weihnachtsfieber irgendwie dieses Jahr. Ich habe außerdem dieses Jahr zwei Adventskalender, die mir beide meine Mama geschickt hat. Muss ich euch mal zeigen. Also das erste ist einfach so eine Karte, die sie mir geschickt hat. Also das kann man halt auch so aufmachen. Das ist so eine Postkarte, aber ich zeige euch nicht, was drin ist, weil das hat mir meine Mama geschrieben. Und dann hat man halt hier wie so einen kleinen Adventskalender nur mit Bildern, den sie mir geschenkt hat. Und halt sonst, meine Mama schenkt mir jedes Jahr einen Adventskalender. Und normalerweise ist es, oder was heißt normalerweise, bis jetzt war es immer Schokolade. Und jetzt bin ich ja seit einem Jahr vegan. Und halt vegane Schokolade für Adventskalender lässt sich halt schwieriger finden. Und dann hat sie mir geschenkt und ich habe mich so darüber gefreut. 24 Geschichten mit Jane Austen. Es ist so ein Buch, wo man jeden Tag so eine kleine Geschichte bekommt für seinen Adventskalender. Und ich bin ja, ich meine, die meisten von euch, denke ich, wissen das auch. Oder viele zumindest. Ich bin ja riesiger Jane Austen-Fan. Und oh, da habe ich mich so drüber gefreut, irgendwie, dass meine Mama mir das geschenkt hat. Da war ich schon sehr, sehr glücklich drüber. Steht irgendwie hinten, öffnen Sie mit dem edlen Brieföffner aus Holz. Ist hier ein Brieföffner drin? Ach, das meinen die hier. Ah, das ist der edle Brieföffner, mit dem man das. Ah, okay. Weil halt am Anfang sind die Seiten so zu, wisst ihr? Also man kann noch nicht lesen, was drin ist. Man muss das so aufmachen. Edlen Brieföffner aus Holz. Also ich persönlich. Ich finde, das sieht mehr aus irgendwie, was man in den Mund gesteckt bekommt, wenn der Arzt sagt, sagen Sie mal, ah, wieso? Aber ich finde es ja schön, dass überhaupt so ein Ding dabei ist. Das ist, nee, da freue ich mich total drauf, weil irgendwie hatte ich jetzt zumindest die letzten Tage und dass die Adventszeit noch gar nicht, hatte die noch gar nicht so richtig angefangen, dass ich schon irgendwie versucht habe, mir wirklich im Moment so Zeit zu nehmen für so Sachen wie zu lesen oder irgendwie so eine Tasse Tee zu trinken, so ganz ohne Ablenkung drumherum und so. Und das war total schön. Und was ich außerdem am Lesen bin im Moment, ist, das habe ich letztes Jahr geschenkt bekommen, ist von Walter Mörs Weihnachten auf der Lindwurm fest. Und es ist ziemlich dünn. Also es ist halt, liest sich total schnell. Und das Buch selbst ist so schön. Also schaut mal hier, wie allein schon die Seiten aussehen. Ich bin so ein Fan, ich bin generell so ein Fan von Walter Mörs. Und dieses Buch, das ist so herrlich skurril irgendwie, weil es spielt wieder in diesem Kontinent, den Walter Mörs sich ausgedacht hat, in diesem Zamonien. Und dieses Buch ist letztendlich ein Briefwechsel zwischen Hildegunst von Mythenmetz und seinem Freund Hachmet, warte, wie hieß er mit Nachnamen? Hachmet Ben Kiebitzer. Und Hildegunst von Mythenmetz ist ein Lindwurm. Und ein Lindwurm ist so eine Art Dinosaurier. Und diese Lindwürmer sind alle berühmte Schriftsteller. Oder was heißt alle berühmt? Aber die sind irgendwie so besonders. Die haben alle so diese Veranlagung, Schriftsteller sein zu wollen in Zamonien. Und Hachmet ist ein Aedet. Das heißt, er hat mehrere Gehirne. Und es ist halt der Briefwechsel zwischen den beiden. Und halt Zamonien ist generell so ein Fantasiekontinent, der so aus ganz verschiedenen Kreaturen und Bevölkerungsgruppen und so weiter besteht. Und die haben halt alle so ihre eigenen Traditionen und ihre eigenen Feste. Und die Lindwürmer haben halt so ein Fest, was kein Weihnachten ist, aber im Prinzip sehr ähnlich, aber halt viel skurriler. Und das heißt doch irgendwie ganz dämlich. wie heißt das? Hamulimep. Hamulimep heißt es, weil hier der Alternativtitel ist, also der offizielle Titel ist ja Weihnachten auf der Lindwurmfeste. Der Alternativtitel ist Oder warum ich Hamulimep hasse. Und es ist super witzig gemacht und es ist halt so halt Weihnachten nur in total skurril mit sehr viel Fantasie drumherum. Ich finde es total schön. Das habe ich gelesen in letzter Zeit. Ja, das war bis jetzt schon so ein bisschen Vor-Adventszeit eigentlich. Ich glaube, ich fange jetzt hier mal mit so einer Mandarine an. Allein schon, um die Mandarine zu riechen. Was ich sonst in der letzten Zeit hier viel gemacht habe, war spazieren gehen, weil wir hatten jetzt hier im November teilweise so
keine Ahnung, so ein Wetterphänomen. Das gibt es hier irgendwie jedes Jahr, wo. Also ich wohne hier relativ hoch. Also die Stadt, in der ich studiere und teilweise das Umland, das liegt halt wirklich im Tal und ich liege so auf dem Hügel halt, wo ich wohne. Und halt offensichtlich im November ist es vielerorts ziemlich, ziemlich neblig. Und was hier ganz häufig passiert, das ist total cool ist. Hier ist es erst richtig neblig, also so richtig neblig. Also so, dass ich hier von meinem Fenster aus kaum auf die andere Straßenseite gucken kann. Halt so neblig. Und es ist halt teilweise hier auch halt die wenigen Gelegenheiten, wo ich im Moment noch irgendwie Auto fahre. Halt, wenn ich Auto fahre, das ist teilweise richtig schwer, weil irgendwie, wenn man zum Beispiel links abbiegen will, man fast nicht sieht, ob einem jemand entgegenkommt. Also was ich halt dann schon mache, ist so halt das Fenster runterkurbeln und die Musik ausmachen und so weiter, dass man halt zusätzlich noch was hört, weil man sieht so wenig. Es ist echt heftig. Aber was hier häufig passiert, ist halt so nach einer Weile sinkt halt so der Nebel nach unten. Und dann sind wir hier oben in der Sonne und halt richtig so gleißende, helle Sonne. Aber das Tal und alles drumherum liegt im Nebel. Das heißt, man sieht halt von oben auf die ganzen Wolken drauf und man sieht halt unten die Dörfer und die Stadt überhaupt nicht mehr. Also die Stadt liegt auf der anderen Seite vom Hügel. Die Dörfer sehe ich hier. Da muss man so ein bisschen gehen, dass man das sieht. Und das sieht so cool aus. Das sieht so zauberhaft aus. Und halt während der Nebel runterzieht, kann man halt von oben auch so diese Wolken wirklich sehen. Und dann sieht man halt auch manchmal so diese Nebelwader und diese Figuren, die sich so formen dadurch. Und man hat aber selbst halt super schönes Wetter gleichzeitig hier, weil der Nebel halt dann unten im Tal ist. Und das ist so cool. Ich war deswegen so viel draußen. Ich muss mal gucken. Ich habe demnächst, da war ich mit einer Freundin zusammen spazieren. Da habe ich auch ein paar Fotos gemacht. Wenn ich dran denke, poste ich die auf Instagram, wenn ihr da mal schauen wollt. Aber halt das habe ich hier viel gemacht. Und das war eben nämlich auch, also bis vor einer Stunde oder so, hatten wir hier auch so richtig dicken Nebel, so richtig so undurchdringlich. Und halt hier ist das auch so Nebel, wo man geht durch den Nebel und danach ist man richtig nass, starker Nebel. Und jetzt ist es alles irgendwie komplett klar. Und wenn ich so aus dem Fenster gucke, sehe ich aber trotzdem noch halt im Tal alles voller Wolken. Das sieht immer so cool aus und das ist irgendwie so jedes Jahr. Ich war demnächst tatsächlich mal an der Uni, also richtig so bei den Gebäuden der Uni, weil ich da was abholen musste. Und das war so skurril, irgendwie da zu sein, weil halt ich hatte ja letztes Jahr um die Zeit gerade den Master angefangen. Und ich hatte am Anfang ja im ersten Semester auch kaum Veranstaltungen. Deshalb war ich im ersten Semester auch gar nicht so viel an der Uni, weil ich da gar nicht so viel an Veranstaltungen bekommen hatte. Und dann war das Online-Semester und dann war halt jetzt Online-Semester 2.0. Und keine Ahnung, ich bin dahergegangen, mir ist bis dahin gar nicht aufgefallen, wie sehr ich das vermisse, irgendwie da zu sein. Und halt nicht nur da zu sein für irgendwie so eine Veranstaltung die Woche, wie das jetzt letztes Jahr um die Zeit war, sondern halt wirklich so, man hat so einen richtigen halt Stundenplan, wo richtig so Sachen drin sind. Und dann lernt man irgendwie neue Leute kennen in den Seminaren und dann irgendwie trifft man Leute, die man noch kennt von früher. Und dann ist es irgendwie so ein Ding von, kommst du noch mit in die Mensa, möchtest du noch mit in Kaffee trinken, bist hier so dieses ganze Drumherum. Und im Winter geht es irgendwie noch, weil halt im Winter ist es halt auch viel so, man rennt durch den Regen von Gebäude zu Gebäude. Aber gerade im Sommer ist es halt wirklich schade, wenn man nicht dort ist, weil wir haben halt außerdem so eine, halt so eine Außenanlage, wo so ein Weiher ist. Und das war halt im Sommer immer so, dass man dann irgendwie um diesen Weiher rum, auf diesen Wiesen dort einfach so rumgelegen hat und vielleicht irgendwas gelesen hat oder so, halt zwischen Veranstaltungen. Ich hoffe sehr, dass das nächsten Sommer wieder geht, weil das vermisse ich wirklich total. Auch so einfach so dieses Gefühl, an der Uni zu sein. Weil halt, obwohl ich mich ständig darüber beschwere, dass ich keine Veranstaltung bekomme und so weiter, halt, ich studiere wirklich, wirklich gerne und halt unter anderem regt es mich deshalb ja auch so auf, dass ich die Veranstaltung nicht bekomme. Weil mir fehlt irgendwie so dieses Gefühl von, was ich manchmal habe, wenn ich dort bin. Nicht jedes Mal, nicht so bei jeder einzelnen Veranstaltung. Aber halt so, manchmal so überkommt es mich so, wo ich da stehe und denke irgendwie so, wow, das ist eine Universität und hier hat man irgendwie Zugriff auf so viel Wissen und irgendwie diese riesige Bibliothek und so viele Leute, die hier lehren, die irgendwie selbst so viel können und so viel wissen. Und das ist irgendwie so. Manchmal hat man auf einmal so ein Gefühl der Ehrfurcht dafür irgendwie. Und das ist für mich halt in dem Online-Semester überhaupt nicht irgendwie mit dem verbunden, was ich da mache, weil halt
Es ist halt ganz viel irgendwie, man guckt irgendwie auf verpixelte Leute auf seinem Bildschirm. Wisst ihr, wie ich meine? Von daher, ich vermisse es sehr. Ich hoffe, es geht ab Sommersemester wieder mir an der Uni. Das wäre echt schön. Ich habe außerdem jetzt, ich habe jetzt richtiges YouTube-Licht. Ehrlich gesagt verwende ich es im Moment mehr für Seminare als für YouTube selbst. Ich habe so das Gefühl, ich bin so, gehöre zu den best ausgeleuchtetsten Leuten. Ich habe irgendwie ein richtig gutes Mikrofon. Ich komme ja immer so richtig so vorbereitet vor, wenn ich in Veranstaltungen sitze, auch wenn es überhaupt nicht für die Seminare besorgt wurde. Aber ich habe jetzt hier ein Licht, das kann Sachen machen. Guck mal, ich kann hier, kann ich immer heller machen, nicht dunkler machen. Dann kann ich hier Farbe wechseln. Cool, ne? Ich bin voll begeistert. Aber wie gesagt, im Moment hatte ich es irgendwie vor allem für die Seminare viel. Ich habe halt, also wie gesagt, ich habe im Moment zwei Seminare. Und eins davon, da geht es um Psychotherapie. Und normalerweise läuft dieses Seminar so ab, dass man tatsächlich, also dieses Seminar wird von einem Psychotherapeuten auch gehalten. Und normalerweise läuft das so, dass man sozusagen selber auch Gespräche führen darf mit einem Patienten von diesem Psychotherapeuten oder der Psychotherapeutin. Und halt im Moment ist die Situation halt so kompliziert, dass man halt gesagt hat, man möchte das halt nicht auch noch zusätzlich den Patienten zumuten, dass halt jetzt außerdem auch noch irgendwelche Studenten irgendwas mit ihnen machen wollen. Von daher haben wir dieses Semester das so, dass wir eine Therapeutin in Ausbildung haben, die eine ihrer eigenen Patientinnen spielt und wir halt mit der halt wie so eigene Sitzungen machen können, wo wir halt selber in der Therapeutenrolle und sie in der Patientinrolle ist. Und das ist dieses Seminar. Das soll irgendwie in Zukunft auch mehr gemacht werden, also dass irgendjemand ein Patient oder eine Patientin spielt. Und wir sind da halt auch in so einer, also halt an uns wird sozusagen auch Forschung betrieben währenddessen. Also es wird letztendlich geguckt, inwieweit sich unser Selbstbewusstsein dadurch verbessert, dass wir mit der Person sprechen, also halt in bezüglich zu unseren Fähigkeiten als Psychotherapeuten, Psychotherapeutin, was auch immer. Ja, das Seminar selbst ist total spannend. Also es läuft irgendwie so, dass immer zwei so ein Gespräch führen und man in der Woche danach so ein bisschen bespricht, was da passiert ist und dann die nächsten zwei ein Gespräch führen. Und ich selbst, ich war noch nicht in der Therapeutinnenrolle. Also ich habe noch nicht selbst ein Gespräch geführt. Ich war bis jetzt immer nur am Protokoll führen und so weiter. Was auf jeden Fall spannend. Ich freue mich auch, ich bin irgendwann nach Silvester dran. Und ja, also ich kann euch leider nicht so viel erzählen halt über die halt den Fall selbst, weil obwohl die Frau, die die Patientin spielt, selber ja gar nicht halt irgendwie eine psychische Erkrankung hat und obwohl auch Namen geändert wurden und so, basiert es ja trotzdem auf dem Fall von einer wirklichen Patientin. Und da stehen wir halt natürlich alle unter Schweigepflicht, deswegen kann ich euch dazu nicht wirklich irgendwie viel erzählen. Wo ich irgendwie außerdem unter Schweigepflicht stehe, ist so bei dem, wie sich die anderen Kursteilnehmer schlagen dabei. Also so, ich kann zum Beispiel, ich dürfte euch nicht erzählen oder ich dürfte auch jemandem halt, der mit mir studiert oder so, nicht erzählen, oh, Person XY hat heute ein Gespräch übernommen und hat das so und so gemacht. Weil es wohl irgendwie Vorfälle gab, wo irgendwie sehr über Leute gelästert wurde, wenn sie es nicht gut gemacht haben. Von daher irgendwie wurde da jetzt so die Schweigepflicht irgendwie so ausgeweitet, dass man irgendwie jetzt auch da halt wie so einen geschützten Raum dadurch erstellt. Und das hat mich irgendwie sehr gewundert, weil ich meine, klar, es gibt irgendwie nichts, was es nicht gibt und irgendwie keine Gruppe von Leuten, wo irgendwie alle Leute nur nett sind und so, aber halt bis jetzt war wirklich so die einzigen beiden Szenarien, wo ich bis jetzt jemals erlebt habe unter Psychologiestudierenden, dass jemand irgendwas darüber sagt, wie jemandes Leistung war, weil entweder so, oh, Person XY war so gut, jetzt fühle ich mich eingeschüchtert. Also halt, wenn er darüber geredet wurde, dass jemand es besonders gut gemacht hat. Und wenn jemand was nicht gut gemacht hat, war bisher so das einzige Mal, dass überhaupt jemand so darüber wirklich gesprochen hat, war immer nur, wenn jemand sozusagen immer alles selbst entscheiden wollte, es aber selbst nicht drauf hat. Also so, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, angenommen, man hat irgendwie ein Gruppenprojekt und eine Person sagt, nee, ich will das aber auf jeden Fall so und so machen und so und so machen, aber die Person hat zu wenig Ahnung, um das wirklich zu entscheiden und dadurch gibt es Stress für die Gruppe. Halt, das war bis jetzt so das Einzige, was ich wirklich mitbekommen habe, dass halt
mal über jemandes Leistung von anderen Leuten geredet wurde. Deswegen überrascht mich das ein bisschen, dass es diesen Vorfall gab. Weil ich halt die Leute hier bis jetzt halt anders kennengelernt habe, aber halt wie gesagt, halt deswegen heißt das ja nicht, dass es das nicht geben kann. Und mein anderes Seminar ist ein Statistikseminar. Und Statistikseminare, normalerweise geht es darum, die Statistikprogramme richtig zu bedienen. Weil das ist so ein bisschen knifflig eigentlich. Weil die Statistik selbst lernt man eigentlich in den Vorlesungen und in den Seminaren geht es dann mehr darum, wirklich, wie bediene ich dieses Programm. Und normalerweise finden die halt in den Computerräumen der Uni statt, wo halt dann Rechner stehen, wo die ganzen Programme drauf sind, weil die sind teilweise sehr, sehr teuer. Und normalerweise, und auch das, womit wir bisher immer gearbeitet haben, war SPSS, das ist ein Statistikprogramm, und M+, das ist ein anderes Statistikprogramm, was man für Strukturgleichungsmodelle verwendet. Und das sind beides kostenpflichtige Programme. Es gibt irgendwie von M+ so eine Probeversion, die gratis ist, wo man irgendwie so ganz, ganz kleine Strukturgleichungsmodelle mitmachen kann, aber halt jetzt nicht wirklich richtig arbeiten, so von größeren Sachen. Und halt, weil die beide so teuer sind und wir die selbst auf unseren Rechnern nicht haben, rechnen wir jetzt stattdessen alle mit R. Und R ist ein Statistikprogramm, das ist gratis, aber das ist so viel verwirrender, gerade für Leute, die eigentlich nicht so mit dem Hintergrund von irgendwie Programmieren irgendwie an die Sache drangehen als SPSS und M+. Und man hat so überhaupt kein Benutzerinterface mehr, also irgendwelche Knöpfe, wo man irgendwas drücken kann, sondern es ist fast alles nur noch, man schreibt eine Syntax und irgendwas passiert. Und es ist so ganz merkwürdig, weil erstmal, wenn man R öffnet, ist das erstmal wie ein Taschenrechner. Also halt, wenn man irgendwie dann eingibt, irgendwie 2 plus 2, erscheint in einem anderen Feld 4. Und wenn man jetzt irgendwas Komplizierteres rechnen will, wie jetzt irgendwie eine Regression oder so, muss man sich halt wie so ein Paket nochmal installieren für Regression, das aber nicht von den Leuten, die R gemacht haben, erstellt wurde, sondern von irgendwelchen Privatmenschen. Also es ist fast irgendwie so, als angenommen, halt R wäre jetzt wie Sims 4. Dann wäre es halt so, am Anfang hat man überhaupt keine Spielinhalte, also keine Objekte, keine Interaktionen, kein gar nichts, also von den Sims, sondern man hat nur irgendwie die Spielengine selbst und dann muss man sich irgendwie Mods und Custom Content zusammensuchen, um halt dieses Spiel irgendwie zu füllen und dann irgendwas zum Spielen zu haben. Halt so irgendwie funktioniert R. Und halt wie bei Custom Content auch ist es so, es gibt sehr gute Sachen dabei. Manchmal ist aber auch irgendwas fehlerhaft oder irgendwie ein Prozess wird nicht bis zu Ende gerechnet oder so, weil jemand in der Mitte aufgehört hat. Und das ist alles so verwirrend. Und ja, aber ich komme bis jetzt ganz okay klar. Es ist halt unser Dozent. Ist halt jemand, der das selbst sehr leicht und intuitiv versteht. Und deshalb ist er halt sehr schnell, teilweise, wenn er so erklärt. Und wenn er, also halt, er geht schnell nach einem Thema weiter zum nächsten Thema, weil er irgendwie sich nicht vorstellen kann, was man daran nicht verstehen würde. So. Und halt meistens komme ich mit, aber halt so gerade so. Und wenn ich dann mal nicht mitkomme, ich bin irgendwie so der einzige Mensch, der nochmal nachfragt, habe ich so den Eindruck, so in diesem Seminar. Und dann sagst du, hier, kann ich das nochmal sehen? Wie haben wir das gemacht? Und dann müssen wir später so Aufgaben lösen, wo wir in so Kleingruppen halt aufgeteilt werden. Und irgendwie statt die Aufgaben zu lösen, geht es dann irgendwie ganz viel darum, was haben wir eigentlich in den letzten 30 Minuten gemacht und wie geht das? Wisst ihr so? Weil irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie die anderen Leute nicht so halt sich melden, wenn es bei ihnen nicht funktioniert. Das ist im Moment im Prinzip schon mein ganzes Unileben. Und zu diesem Psychotherapie-Seminar gibt es auch eine Prüfung. Also bei dem Statistikseminar gibt es keine Prüfung. Ich habe ja letztes Semester eine Statistik-Klausur zu einer Vorlesung geschrieben und die zählt irgendwie für dieses Seminar mit. Aber zu dem klinischen Seminar gibt es eine Prüfung. Und halt ironischerweise haben wir eigentlich, also die Prüfung hat fast nichts mit dem Seminar selbst zu tun, sondern wir haben einfach ein Lehrbuch und halt dazu gibt es Kapitel, über die die Prüfung geht, aber die Kapitel sind nicht unbedingt direkt relevant mit dem Seminar selbst, was wir da machen. Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Da bin ich im Moment dran. Und ja, sonst im Moment zu YouTube, was in nächster Zeit ansteht. Also, wir haben ja jetzt das Komorebi-Schüler-Austausch-Let's Play angefangen. Das läuft jetzt natürlich noch einige Zeit.
Damit sind wir jetzt noch wirklich eine Weile beschäftigt. Keine Ahnung, das kam irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts. Ich hatte überhaupt nicht vor, irgendwie so eine Miniserie oder irgendwas Spin-off-artiges mit Isabella, Moni und Emil zu machen. Also es war so überhaupt nicht auf meinem Plan. Weil eigentlich war ich ja die ganze Zeit an dem anderen Baby-Challenge-Spin-off am Arbeiten mit Bianca. Und halt irgendwie hat sich das jetzt so komisch verschoben. Weil ursprünglich hatte ich auch vor, für den Spin-off von Bianca und halt den anderen Buchholzkindern. Es wird nicht ganz nur um Bianca gehen, aber halt hauptsächlich um Bianca. Hatte ich vor, das in der Pause der Baby-Challenge zu machen. Also zwischen Mollys Teenager-Zeit und Mollys Erwachsenen-Zeit als Baby-Challenge-Mama. Und jetzt haben wir aber hier diese Miniserie schon, die im Prinzip so eine Unterbrechung der Baby-Challenge ist. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das so machen werde. Oder vielleicht eher so wie bei dem Urmel und Conny Let's Play, wo ich ja irgendwie immer so eine Woche hier und eine Woche dort gespielt habe, halt in der Sims-Woche, und dadurch war es immer so halt abwechselnd von den Folgen her. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Es ist irgendwie alles sehr... Ich habe irgendwie das Gefühl, die Baby-Challenge zieht sich dadurch irgendwie so mega in die Länge, dass wir irgendwie so ständig Sachen machen für die Baby-Challenge, die nicht die Baby-Challenge sind. Und ich weiß halt irgendwie nicht... Halt für mich ist das an für sich kein Problem, weil... Ich habe ja keinen Zeitpunkt, wo ich sage, da muss die Baby-Challenge fertig sein. Halt im Prinzip kann die ja super lange laufen. Das ist für mich kein Problem. Ich weiß halt nur nicht, ob das für euch nicht manchmal nervig ist. Wisst ihr so, wenn ihr halt, gerade für euch vielleicht, wenn ihr nur die Baby-Challenge selbst gucken wollt, ob das vielleicht irgendwie nervig ist, wenn das ständig unterbrochen wird. Ich weiß es nicht, aber das ist. Dann nächste Woche hoffe ich, dass das erste Video zu... Apartment Nummer 4 rauskommen wird. Das wird noch nicht die erste Folge sein. Ich denke, ich starte entweder mit einem Makeover-Video oder mit dem Trailer. Ich habe beides noch nicht gemacht, aber das wird jetzt kommen. Wahrscheinlich kommt erst das Makeover-Video von dem Haushalt. Und sonst habe ich nämlich die nächste Staffel mehr oder weniger fertig vorbereitet. Also fast. Ich habe jetzt alle Häuser, die wir unbedingt brauchen, gebaut, außer, wie heißt es noch, irgendwie die Gemeinschaftsräume von Foxbury, die fehlen mir noch. Und ich habe noch zwei Häuser in Brightchester selbst, die ich noch nicht gebaut habe, aber das sind Wohnhäuser. Da gucken wir mal, was wir damit machen. Die müssen jetzt noch nicht fertig sein, weil sonst habe ich alles fertig und die Teenager sind an für sich auch, außer für halt, außer bei ihrem Makeover schon bereit, die Staffel zu starten. Und die Mitstudierenden, mit denen sie dann in ihren Unterkünften da zusammen wohnen. Also halt mein Plan ist es halt, wir gehen einfach mal mit unseren Sims zur Uni und dann schauen wir einfach mal, wer unsere Mitbewohner werden, wer da einfach auftaucht. Und die gestalte ich dann einfach um zu Sims, die uns besser passen. Und das kann ich ja erst wirklich machen, wenn wir mal an der Uni sind und wenn ich mal sehe, halt wer da auftaucht. Weil wenn ich jetzt irgendwelche Sims erstelle, von denen ich möchte, dass sie unsere halt Mitbewohner dort sind, die mit uns studieren, heißt das ja nicht, dass sie dort auch auftauchen. Deswegen glaube ich, ist es cleverer, die Sims dann erst zu erstellen. Von daher halt Apartment Nummer 4 kann demnächst starten. Und ich finde das auch irgendwie ganz cool, dass wir jetzt die Uni-Zeit spielen mit den Sims. Weil, wie gesagt, ich vermisse so meine eigene, halt normale Uni-Zeit, wo man so richtig an der Uni ist. Von daher füllt das gerade für mich sehr ein Bedürfnis, das mit meinen Sims nachzustellen. Und keine Ahnung, wir sind beim Bauen der Grundstücke auch einige Ideen gekommen von Sachen, die wir machen können und so. Und ich will noch nicht so viel verraten oder so, aber ich freue mich sehr, sehr auf die nächste Staffel. Eigentlich sollte auch das Makeover-Video und so der Beginn der Staffel und so weiter schon vor 2 Wochen kommen. Ja, heute vor 2 Wochen, glaube ich. Kam dann ja aber nicht, weil wir spontan das neue Let's Play mit der Baby-Challenge gestartet haben und ich halt das dann zuerst mal fertig machen wollte und irgendwie dadurch hat sich auch alles verschoben. Ja. ich habe jetzt auch irgendwann im Dezember hat dieser Kanal Jubiläum. Da sind wir 4 Jahre, bin ich hier auf YouTube dann. 4. Ich muss jetzt nochmal nachgucken, kann das wirklich sein? Denn das, ich meine 4. Ich meine 4 Jahre sind wir dann hier. Ja. 4 Jahre, 2016 habe ich das hier gestartet, das ist unfassbar. und irgendwie so beim ersten Jahrestag hatte ich irgendwie so ein Video, wo ich irgendwie so, keine Ahnung, ich glaube das Video war vielleicht 1 Minute lang oder so, wo ich so eine Kerze auspuste.
beim zweiten Jahrestag habe ich die komplette Insel von, also die kompletten Amimi-Inseln für euch erstellt. Und das war irgendwie so dieses Ding, wir feiern den Jahrestag. Und beim dritten habe ich einfach gar nichts gemacht. So irgendwie so dieser Gegensatz von einmal, ich erstelle eine komplette Welt in Sims 3 und einmal so, ich mache gar nichts. Und das war irgendwie, ich hatte es eigentlich vor, aber dann kam irgendwas dazwischen und ich hatte es nicht mehr geschafft und so. Und das war irgendwie so. Naja, ich finde dieses Licht hier richtig gut, weil ich zeige euch jetzt mal zum Vergleich. Irgendwie, wenn ich das hier ausmachen würde, dann sähe es so aus. Und wenn ich meinen Schreibtisch anmachen würde, dann sähe das so aus. Und ich finde, das sieht beides ziemlich mies aus. Von daher irgendwie, ich bin sehr zufrieden mit diesem Licht hier gerade. Ich sehe richtig noch aus wie ein Mensch und nicht wie ein Zombie. Sehr schön. ja, aber das soll losgehen in nächster Zeit. Dann, ich kann natürlich nicht versprechen, ob das jedes Mal hinhaut. Aber ich habe im Moment mal vor, dass wir jeden Sonntag jetzt in der Adventszeit hier so einen kleinen Adventsvlog machen. Das fände ich ganz schön. Weil ich finde das irgendwie auch ganz nett, weil ich habe so das Gefühl, dann kann ich das so mit euch zusammen machen. Dann habe ich richtig so das Gefühl, ich feiere Advent mit so anderen Leuten zusammen. Das ist doch schon mal irgendwie gar nicht so verkehrt. Das ist doch in sich schon mal sehr nett. Ja, und geplant ist außerdem dieses Jahr auch ein Weihnachtshausbau-Video in irgendeiner Form. Das mache ich ja fast. Mache ich das jedes Jahr? Ja, ich glaube, ich habe es jedes Jahr gemacht. Bisher im ersten Jahr war das dieses Haus von Steffi, also von Miss Vanilla, was ich renoviert hatte. Das war so ein Gasthaus, was ich zu einem Wohnhaus gemacht habe. Das war weihnachtlich. Im zweiten Jahr hatte ich dieses Ferienhaus, was ein weihnachtliches Ferienhaus war. Und letztes Jahr hatte ich den Weihnachtsmarkt und auch so ein Weihnachtsfamilienhaus irgendwie. Und dieses Jahr kommt auch ein Hausbauvideo auf jeden Fall, vielleicht sogar zwei. Mal schauen. Es ist halt so einerseits, andererseits. Einerseits, ich habe halt im Moment nicht viel Uni. Ich kann halt schon mehr YouTube machen, als ich ursprünglich dachte, dass ich dieses Semester machen könnte, weil ich ja ursprünglich dachte, ich hätte einen normalen Stundenplan oder so. Aber auf der anderen Seite ist natürlich, ich habe im Moment ziemlich viele Projekte gleichzeitig und da bleibt halt manchmal doch nicht so viel Zeit für die einzelnen Projekte, wie ich gerne möchte. Und obwohl ich wenig Uni habe, ich muss ja trotzdem so ein bisschen was dafür machen. Weil also es wäre mir ehrlich gesagt sehr peinlich irgendwie, wenn bei den wenigen Veranstaltungen, die ich habe, ich jetzt irgendwo irgendwie schlecht drin wäre, wegen fehlender Vorbereitung. Das irgendwie, das würde ich vor mir selbst irgendwie, würde ich das sehr peinlich finden. Von daher, mal schauen. Okay. das aber genug dazu. Und dann, ja, war das hier für den ersten Advent so ein bisschen meine kleine erste Adventsfeier. Ich hoffe, ihr habt einen schönen ersten Advent und irgendwie eine schöne Adventszeit, halt wie gesagt, wenn ihr das feiert, wenn das euer Ding ist. Und sonst wünsche ich euch einfach generell eine schöne Zeit. Und dann, ja, bedanke ich mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!